Weiter geht's bei Pokémon Rot. Im letzten Teil sind wir stehen geblieben, hier im Pokémon Center von Azuria City. Und warum schalte ich aufs Team? Ja, keine Ahnung. Es hat sich nichts verändert, sagen wir mal so. Und in diesem Part könnte es unter Umständen interessant werden, weil ich, ja, wir sind in Azuria City, das bedeutet, wir sind auch in Reichweite vom Mew Glitch. Also ich müsste halt noch die Nuggetbrücke schaffen und mir da noch ein Abra besorgen. Das werde ich dann gleich machen. Also ja, einfach mal die Stadt in Richtung Norden verlassen. Und dann machen wir mal weiter. Wer schon mal vorne? Queen, ne? Ja, perfekt. Weil die will ich ja sowieso noch leveln. Ich will ja Nidorina haben. Rein wegen dem Pokédex-Eintrag. Und die sollten wirklich kein Problem für uns sein. Weil, ja, Glutexo am Start, der natürlich ja jetzt nicht übermäßig krass ist, aber dann noch mit Nidoking als Rücklage sind wir hier absolut gut gewappnet und ja, von den Leveln her sowieso. Da müsst ihr wahrscheinlich mal auswechseln, eigentlich. Ja, wegen dem Raupi Level 14. An sich macht es nicht unbedingt Sinn. Jetzt kann ich es aber nicht mehr ändern. Einfach Glut und weg damit. Vielleicht tue ich beim nächsten einfach mal zurückwechseln, wieder auf Queen. Aber wenn es ein Safcon ist, okay, es ist ein Hornlio. Aber das, ja, das macht jetzt keinen Sinn. Hornlio und Raupi geben sowieso zu wenig EP an sich, ja, deswegen, um das ist dann nochmal auszutauschen, um die EP zu teilen, habe ich jetzt als ja sinnlos erachtet. Beim nächsten Kampf mache ich es dann. Aber die steigen, glaube ich, auch hier bei den Leveln. Also je nachdem, wenn man, es gibt 5 Trainer hier jetzt, also nicht auf dieser Route insgesamt, sondern auf der Nugget-Brücke. Und die müssten jetzt auch jetzt über, nee, okay, immer noch Level 14. Aber ich glaube, die steigern sich noch. Klar, wir sind jetzt 2 Level unterlevelt, aber ich probiere es einfach mal. Wie viel Schaden machen wir im Vergleich? Weniger. Ja, macht dann wahrscheinlich wenig Sinn, drin zu bleiben. Ja, der bringt uns um. Dieses kleine Taubsi da. Aber wir sind ja auch nur ein kleines weibliches Nidoran. Deswegen, ja, auf wen wechsle ich? Komm, wir machen nochmal Smaug, weil der bekommt wahrscheinlich jetzt eh dann gerade in Sicht auf die Arena wenig Chancen, dann Level zu steigen, weil es ja eine Wasserarena ist. Da kann ich ihn dann nicht sonderlich gut einsetzen. Deswegen jetzt einfach. Und ich werde es im Gleichgewicht halten zwischen Broly und Smaug. Wenn ich auch Nidoking, wie gesagt, nicht unbedingt ins Team aufnehmen will, nicht weil er nicht gut ist, sondern weil ich eher einen Rizeros haben will. Aber für den Anfang, bis ich die Safari-Zone erreiche, wo ich dann einen Rihorn fangen kann. Gut, durch den erweiterten Mio-Glitch könnte ich auch schon früher einen Rihorn fangen. Aber ich will jetzt nicht alles, jedes einzelne Pokémon mit dem erweiterten Mio-Glitch fangen. Sondern nur so viele wie nötig halt, dass ich mir dann nicht unnötig Stress mache oder so. Soll ich die heilen? An sich, nee. Ich werde einfach beim Auswechseln bleiben. Ja. Das Leben schwer, das glaubt auch nur er. Was kommt der jetzt? Ja, ein Teenager. So, der haben Radfratz und Taubsi halt. Ja. Die haben ja nicht viel anderes. Und noch, ja, wir sind noch nicht bei meinem zweiten Orden. Das heißt, es gibt sowieso nicht so eine krasse Bandbreite an Pokémon. Deswegen. Aber mit Hyperzahn können wir natürlich trotzdem ordentlich wehtun. Okay, es hielt sich in Grenzen, aber wir sind auf 5 Level drüber, deswegen. Mit einem Volltreffer hätte es schon wieder anders ausgesehen. Und der ist bei dem ja gut drin, weil es ein relativ schnelles Pokémon ist. Und schön verbrannt. Ich weiß nicht, ob ich zum Thema Verbrennung schon was gesagt habe, aber dadurch wird der gegnerische, oder was heißt der gegnerische, das Pokémon, was verbrannt ist, dessen Angriff wird halbiert. Deswegen, wenn man einen starken physischen Angreifer hat, den am besten mit Irrlicht krüppeln, aber das Blöde ist, dass es Irrlicht in dieser Generation noch nicht gibt. Deswegen muss man da, kann man maximal hoffen, dass man mit einer Feuerattacke den Gegner, ja, gleichzeitig noch verbrennt oder ihn halt gleich one-shottet. Was gibt's? Ja, zu Wickel habe ich, glaube ich, auch noch nichts erzählt, obwohl wir das schon im letzten oder vorletzten Part hatten. Das ist hier leider noch so, dass man leider gefangen ist da drin. Man kann nichts machen. Also, wenn man schneller ist wie der Gegner, dann kann man schon was machen, weil der setzt es 1 bis 5 Mal ein oder 2 bis 5 Mal Wickel. Und wenn das vorbei ist, dann beginnt eine neue Runde und der dann schneller ist, der die höhere Initiative hat, der beginnt dann auch wieder den Kampf. Das bedeutet, wenn man gegen den Gegner kämpft, der Wickel beherrscht und der schneller ist wie man selber, dann ist man einfach gefangen, man kann nichts machen. Weil
immer setzt Wickel ein, man kriegt die ganze Zeit Schaden, man ist gelähmt, kann sich nicht wehren. Es wurde Gott sei Dank in späteren Generationen dann behoben, dieser Fehler, oder ich weiß nicht, ich glaube, das war vielleicht nicht mehr unbedingt als Fehler angesehen, sondern erst dann, glaube ich, wo das Spiel halt gespielt wurde von, ich sag mal, ja, Endverbrauchern oder von Zockern halt, dann ist es dann aufgefallen, dass es zu einem großen Problem werden kann, wenn man einfach nichts tun kann, während man von Wickel befallen ist. Und später kann man dann trotzdem, wenn Wickel eingesetzt wird, sich wehren, weil es zu krass war. Weil man kann nichts machen, wenn Wickel auch ganz wenig Schaden macht, aber man bekommt konstant Schaden und kann sich nicht dagegen wehren. Man kann nur auswechseln, aber wenn das eingewechselte Pokémon dann wieder langsamer ist, also sagen wir mal, man hat jetzt einfach ein Team von langsamen Pokémon, unglücklicherweise, sagen wir mal, kann ja sein. Und wenn dann der Gegner mit Wickel kommt, dann hat man ganz schön verschissen, weil man kann, ja, ich kann mich nur wiederholen, man kann nichts machen. Das Einzige, worauf man hoffen kann, ist, dass der mal mit Wickel failt. Das hat, glaube ich, eine Genauigkeit von 85 oder sowas. Also, oder 90. So in dem Dreh auf jeden Fall. Das heißt, es ist auf jeden Fall drin, dass er failt. Wobei, das kann man auch noch zur ersten Generation sagen, in der ersten Generation hat jede Attacke, auch wenn sie eine Genauigkeit von 100% hat, eine Chance von... ich glaube, eine Chance von... einem Fall in 254, so, oder 256, irgendwie so war das, dass die trotzdem daneben geht, obwohl sie 100 Genauigkeit hat. Das geht in späteren Generationen auch nicht. Wenn die Genauigkeit nicht gesenkt wurde und auch sonst irgendwie keine Fähigkeiten oder sonstiges im Spiel sind und eine Attacke hat 100% Genauigkeit, dann trifft die auch auf jeden Fall. Das ist hier noch nicht so. Auch eine Attacke mit 100% Genauigkeit kann, wenn auch selten, trotzdem failen. Aber um auf Wickel zurückzukommen, es hat sowieso keine 100% Genauigkeit, deswegen konnte man da immer drauf hoffen. Und wenn nicht, ja, wenn man Pech hatte, da gab es auch einen ganz fiesen Kampf im Pokémon Stadium mit einem Level 20 Tentoxa, und was jetzt nicht ultra schnell ist, aber auch nicht ultra langsam. Und wenn man da nicht jetzt ein krass schnelles Pokémon dabei hatte, vor allem wenn man noch unterlevelt war. Also das ist ja in Pokémon Stadium so, dass es eine Levelspanne immer von 5 Leveln gibt. In diesem speziellen Cup, von dem ich rede, war das eben Level 15 bis 20. Und das Tentoxa war Level 20, also das auf dem stärksten Level, was man da einsetzen konnte in diesem speziellen Cup. Das bedeutet, dass auch die Wahrscheinlichkeit, dass man ein schnelleres Pokémon hat, war natürlich gegeben, klar. Aber es kann dann natürlich auch sein, dass man da jetzt ausgerechnet ein Team dann hatte von etwas langsamerem Pokémon und dann hatte man die Arschkarte, konnte man nochmal spielen, weil da kam die ganze Zeit Wickel und man konnte sich nicht wehren. Was soll ich sagen? Man kann es nur immer wiederholen. Und jetzt ist... ich wollte gerade sagen, es ist die erste Begegnung mit einem Rocket, stimmt aber nicht. Wir hatten ja schon mit denen zu tun im Mondberg. Er sagt uns... Er empfiehlt uns, ein Team Rocket Mitglied zu werden. Man kann natürlich nicht entscheiden, man ist automatisch dagegen. Und er hatte natürlich den Sprite von einem ganz normalen Trainer, wahrscheinlich war er verkleidet, und jetzt kommt natürlich raus, dass es eigentlich ein Rocket ist. Und weil wir uns weigern, beizutreten, will er uns vernichtend schlagen. Aber da können wir ihm einen fetten Strich durch die Rechnung machen, weil er hat nicht damit gerechnet, dass ich hier mit einem Level 19 Nidoking um die Ecke komme. Ich habe es ja schon erwähnt, gerade für diesen ersten Abschnitt des Spiels absolut Gold wert, ja, so Nidoking. Und in diesem speziellen Fall sind wir auch noch im Typ Vorteil, also nicht direkt im Vorteil, aber der kommt mit Giftattacken, wir sind selber vom Typ Gift und somit absolut auf der safen Seite. Level 14 für Nidoran, sehr schön. Nicht mehr lang und wir haben eine Nidorina. Ja, das lohnt sich nicht sonderlich, da jetzt zurückzuwechseln. Ich bleib mal bei Nidoking. Vor allem, weil der Blutsauger ja auf Nidoran sehr effektiv ist. Deswegen, wenn ich jetzt eingewechselt hätte. Und der hat auch, glaube ich, auf Level 15 hat Zubat noch nichts anderes wie Blutsauger. Deswegen wäre es jetzt da sinnfrei gewesen, auszuwechseln. Vor allem, weil der eh nicht so viel EP gibt. Schade, kein Level 20 für Nidoking. Aber ja, er ist auch so stark genug. Bei deinem Können wärst du beim Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss. Dem werden wir natürlich auch noch begegnen. Ich sammle mal hier das Item ein. 445, ist es nicht Donnerwelle? Ja, ich gucke es nicht nach. Werden wir eh noch rausfinden, weil ich nämlich die essentiellen TMs klonen werde. Dass ich auch für jedes, für die entsprechenden Pokémon immer genügend TMs am Start habe, weil die ja leider in der ersten Generation oder von Generation 1 bis 4 noch,
ja, nur einmal einsetzbar sind. Und ich werde es hier bewusst nicht weitergehen, weil ich will erstmal einen Abra fangen. Für die, die jetzt hier auch glitschen wollen, geht auf keinen Fall hier auf der rechten Seite von diesem Grat, weil wenn man jetzt runtergeht, würde man automatisch zum Kampf herausgefordert werden. Und ja, ich tue mal hier zur Sicherheit abspeichern, dass mir da nichts passiert. Vielleicht irgendwie, wenn ich außer Sehen mal reinlaufe. Jetzt werde ich mich mal hier auf die Suche nach einem Abra begeben. Und es gibt doch allgemein hier noch Myrapla und so. Oder sollte es hier geben? Wenn der mir über den Weg läuft, dann werde ich ihn auffangen. Vielleicht werde ich vorübergehend einen Myrapla bzw. Duflor ins Team mit aufnehmen. Wir können natürlich nicht flüchten, weil der mit einer guten Init kommt. Ich wechsle einfach mal aus. Vielleicht sollte ich mir auch davor heilen. Ich glaube, das wäre am sinnvollsten. Und leider ist Abra hier auch an dieser Stelle relativ selten. Oh Gott, den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht angreifen. Okay, ist egal. Schaden kann es nicht, wenn er drauf geht. Ein bisschen EP für uns. Wenn sich auch der Zeitaufwand für die geringe Anzahl an P nicht unbedingt lohnt, aber egal. Danach werde ich mich heilen gehen. Und ja, warum eigentlich Abra? Ich habe, glaube ich, das noch gar nicht erwähnt. Weil wenn man den Mio-Glitch ausführen will, beziehungsweise den erweiterten Mio-Glitch, braucht man auf jeden Fall ein Pokémon, was entweder Teleport beherrscht oder fliegen kann. Mit Fliegen geht's auch. Weil wir aber in dieser frühen Lage des Spiels einfach noch nicht die VM Fliegen haben und dementsprechend kein Pokémon Fliegen beibringen können, muss ich es mit Teleport machen. Und da kommt es dann halt relativ gelegen, dass hier an der Seite, dass es da Abra zu finden gibt. Wenn auch selten, habe ich ja schon gesagt. Deswegen kann es sein, dass ich das mal, ja, vielleicht dann zusammenschneiden muss. Ist aber kein Problem. Ich werde mal die ersten, so wie da, wo ich das Pummeluft gefangen habe, werde ich mal die ersten Versuche einfach mal, ja, jetzt nicht das gleich skippen, sondern ein paar Pokémon mal durchgehen lassen. Wie gesagt, es gibt auch noch Myrapla da. Das will ich ja auffangen, deswegen. Schauen wir einfach mal, was passiert. Wenn es zu krass oder, ich sag mal, vielleicht die ersten 5 Pokémon oder so, werde ich mal vorbei, ja, werde ich mal zulassen. Okay, und da ist schon Myrapla am Start. Den werde ich gleich mal fangen. Der könnte unter Umständen auch in der Arena hier gebräuchlich werden, sag ich mal. Oder nützlich sein, wenn ich auch bis zu dem Zeitpunkt dann sowieso das Mio am Start hätte. Das heißt, ja, ich brauche ihn nicht unbedingt, aber vielleicht für den Anfang mal so ein bisschen Pflanzen-Pokémon fürs Team wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, den könnte ich natürlich an späterer Stelle im Spiel, wie eigentlich fast jedes Pokémon, auf höherem Level fangen und mir dann das Leveln, bis es sich entwickelt zu Duflor auf Level 22 müsste es sein. Könnte ich mir dann sparen, aber wenn ich den jetzt schon mal ein bisschen ins Team aufnehmen will, dann lohnt es sich natürlich, den hier gleich mitzunehmen. Ja. Der kann nichts anderes als Absorber, die schlechteste Pflanzenattacke oder schwächste Pflanzenattacke im Spiel, mit 20 Basisschaden, glaube ich. Das Einzige, was so wenig Schaden macht, ist noch Blubber. Und dann die einzigen Attacken, die noch weniger Schaden machen, sind die, die so eine Frequenz haben, wie Wickel zum Beispiel, die man dann eben mehrmals hintereinander einsetzen kann. Aber ich glaube, ansonsten an Attacken, die man nur einmal, die nur einmal Schaden machen innerhalb einer Runde, ist, glaube ich, 20 Basisschaden das Schwächste. Aber weil er eben Step drauf hat und dann noch gegen die Wasser-Pokémon, könnte es trotzdem hilfreich werden. Wie nenne ich dich? Ja. Ich glaube, ich habe einen ganz passenden Namen. Wie könnte man einen Pflanzen-Pokémon am besten nennen als Lauch? Vor allem dann noch so ein kleines wie Myrapla. Also das zähle ich jetzt einfach mal als ersten Versuch. 4 Stück lasse ich mal noch durchgehen. Mal gucken, was kommt. Oh, wieder. Und es kommt direkt ein Abra. Und ihr seht, ich bin wieder auf die X-Taste gekommen. Das habe ich in vorherigen Parts schon mal erwähnt. Mit der X-Taste kann man auf dem Super Nintendo hier die Farbe ändern. Das einzige Manko, das hätte ich jetzt fast vergessen, der kann ja nur Teleport. Das bedeutet, wir haben nur einen Versuch, den zu fangen. Weil er kann ja nichts anderes machen. Er kann nur Teleport einsetzen. Deswegen, wenn ich jetzt ein Pokémon direkt vorne hätte, was eine Schlafattacke könnte, wäre es vielleicht besser. Aber vielleicht habe ich Glück und ich habe leider kein Glück. Jo, und damit ist er auch schon wieder weg. Ich probiere. Ja, komm, jetzt habe ich ihn eh gesehen. Vielleicht mache ich jetzt noch, komm, einen Versuch und dann werde ich es mal bis dahin. Okay, es ist wieder Myrapla. Ich würde sagen, ich tue das dann bis dahin schneiden, bis ich einen Abra wieder am Start habe oder bis ich eins gefangen habe. Das ist vielleicht besser, weil sonst tue ich nur bis zu der Stelle hinschneiden, bis wieder eins kommt und danach entwischt es mir wieder. Deswegen, ja.
Ja, ich würde sagen, ja, wir sehen uns wieder, wenn ich einen Abra gefangen habe. Also bis gleich. Perfekt. Damit ist Abra auch wieder gefangen. Oder das heißt wieder. Damit ist Abra auch ein Teil des Pokédex. Also im Gefangenenabteil. Und ja, ich gebe ja auch mal einen Spitznamen. Wie nenne ich dich denn? Ja, ich glaube so. Wer Yu-Gi-Oh! Kennt und den Hexer Duelland in Battle City, in der Battle City Staffel, der weiß Bescheid. Also dann kann ich auch jetzt hier diesen Fleck mal verlassen und mich wieder nach Azuria City begeben, damit ich mich ganz kurz heilen kann. Und dann müsste ich, weil ich hatte ja sechs Pokémon, das heißt, das Abra müsste im PC sein, ja. Jetzt werde ich mal kurz abheben, weil das werde ich auf jeden Fall brauchen. Und dann muss ich mal kurz gucken, mit welchem Trainer ich denn anfangen kann, weil auf der oberen Route gibt es einige Trainer, die interessant werden. Nicht nur der berühmte Phlegmon-Trainer. Aber erstmal heilen. Und dann, wen lege ich denn ab? Ich würde sagen, einen von denen, entweder halt Smetbo oder Bibor. Und ihr seht, es steht noch jemand des PC. Wir waren dann noch nicht bei Bill. Das ändert sich dann erst. Ich werde mal, ja, Bibo ablegen und dafür Abra mitnehmen. Ja, stimmt, und ich müsste auch das Pummeluff noch entwickeln. Also müsste ich nicht. Ah, ja. Könnte vielleicht nicht schaden, wie viel EP braucht denn der noch? Vielleicht Level 12 wäre vielleicht noch ein bisschen besser. Ich glaube, das mache ich auch. Ich gehe da kurz ins hohe Gras. Ja, da hätte ich mir jetzt das Heilen eigentlich gleich sparen können. Egal. Ich gehe jetzt mal hier nach links und werde ganz kurz einen Pokémon-Kampf bestreiten, dass ich zumindest mal Level 12 bin. Ich hoffe, das ist nicht zu wenig. Wenn ich dann gleich gegen das Mew spiele oder allgemein gegen die Pokémon, die ich durch den Glitch erscheinen lassen kann. Mal sehen. Ja, das Radfahrt sollte jetzt noch kein Problem sein. Wenn der auch natürlich besseren Angriff hat wie wir. Okay, wir ziehen aber schon mal nicht ultra wenig ab, sondern sogar relativ gut, auch ohne Volltreffer. Deswegen ja, weg, weg mit dir. Und Level auf für uns. Perfekt. Und dann, ja, dann könnte ich ihm eigentlich schon einen Mondstein geben. Und da muss man aber auch aufpassen, also für die, wo ein Pummeluff vielleicht ins Team aufnehmen wollen oder ein Knuddeluff. Wenn ihr dem einen Mondstein gebt, und auch allgemein müsste das so sein, Pokémon, die sich durch Evolutionssteine entwickeln, die lernen in der Regel nach kann man das so sagen, Vergab des Steins, also nachdem man halt den Stein benutzt, lernen die keine Attacken mehr, deswegen, aber passt da auf, wenn ihr noch irgendwas erlernen wollt, dann macht es vorher. Ich mache das jetzt in dem Fall einfach trotzdem, weil ich will jetzt der Pummeluff oder Knuddeluff nicht ins Endteam aufnehmen oder in Pokémon Stadium verwenden. Wenn er einen ganz guten KP-Wert hat, aber ansonsten sind die Werte jetzt nicht so krass. Da ist Pixie schon besser. Also ist sogar ein relativ gutes Pokémon in Generation 1. Knuddeluff, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wenn es auch ganz cool aussieht. Ja. Ich muss es mal kurz überlegen, also ob ich da gleich skippen kann, ob ich gleich zu dem Phlegmon-Trainer gehen kann oder ob ich erstmal noch Vorkehrungen, also oder ob ich erstmal noch andere Trainer besiegen muss. Und wenn ja, dann ob ich die regulär besiegen kann oder gleich mit dem Glitch. Und wenn ich jetzt hier lang gehe. Okay, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, dieser Wanderer hier, wo jetzt direkt über uns steht, der müsste einen Onix erscheinen lassen. Und der Wanderer, wo jetzt über uns steht, der müsste ein das
Nidoqueen erscheinen lassen. Das will ich auf jeden Fall machen. Ich will euch nämlich auch den Level 100 Glitch zeigen. Und da wäre das mit Nidoqueen eine gute Möglichkeit. Dazu wäre es aber ganz gut. Okay, das habe ich jetzt vergessen. Oder obwohl, das kann auch. Das mache ich vielleicht erst im nächsten Part. Also, ich werde hier mal speichern, für den Fall, dass ich das nicht gleich auf Anhieb hinbekomme. Weil das nämlich hier mit dem Super Nintendo Controller habe ich das glaube ich noch nie gemacht, wenn dann auf dem GameCube. Also, wir müssen jetzt hier diesen Grat überschreiten. Und ihr seht, dann erscheint, sobald man hier runterläuft, der Trainer, wenn ich das jetzt eins weiter rechts gemacht hätte, dann würde der uns zum Kampf herausfordern. Und das will ich ja nicht, weil so lösen wir den Glitch aus. Man muss gleichzeitig Start drücken. Ich gehe jetzt mal runter und drücke gleichzeitig Start, so. Jetzt würde der uns eigentlich herausfordern. Es geht aber nicht, weil wir das Startmenü geöffnet haben. Das geht auch nur in der ersten Generation. Ich glaube auch aus folgendem Grund oder wegen dem Mio-Glitch wurde das in, schon ab Generation 2, glaube ich, geändert, dass man nicht gleichzeitig laufen und Start drücken kann. Und jetzt brauchen wir das Abra, was uns zum letzten Pokémon Center zurück teleportiert. Ihr seht, der will uns jetzt herausfordern. Das geht aber nicht, weil ja, weil wir uns eben hierhin zurück teleportieren. Und jetzt haben wir was Witziges gemacht. Wir haben das Startsystem jetzt lahmgelegt. Das geht jetzt nicht. Deswegen auch noch sinnvoll zu erwähnen, wenn ihr den Mio-Glitch anwendet, dann sorgt dafür, dass vorher auf jeden Fall alle Vorkehrungen, was das Team anbelangt und so, getroffen sind. Weil man jetzt halt nicht mehr auf das Startmenü zurückgreifen kann. Und um das jetzt wieder rückgängig zu machen, müssen wir einen Trainerkampf bestreiten. Das ist ganz wichtig. Es geht oder ja, geht so auch ein wildes Pokémon. Eigentlich, also an sich, vor allem auch für den erweiterten Mio-Glitch, auf jeden Fall kein wildes Pokémon machen, sondern einen Trainerkampf. Einfach einen Trainerkampf bestreiten, danach ist wieder alles ganz normal und wir können den Glitch auch weiter bestreiten, oder nicht bestreiten, sondern bewältigen, bewerkstelligen. Hier auch ganz wichtig, nicht den Trainer einfach so herausfordern. Wenn wir nämlich jetzt nach oben gehen würden, dann, und der keinen Schritt auf uns zumachen muss, dann würde das Spiel einfrieren und wir müssten resetten. Deswegen einfach, also mindestens ein Schritt muss auf uns zugehen, so ist es in Ordnung. Danach geht das Spiel ganz normal weiter. Ansonsten, wie gesagt, ja, das Spiel friert ein, das wollen wir ja nicht. Und ja, ein Wanderer, der müsste, auch wenn ich jetzt, ich will es nicht unbedingt nur Onix gleich fangen, aber der müsste das Onix erscheinen lassen. Ich will es aber nicht unbedingt riskieren, es kann auch sein, dass der das Nidoqueen erscheinen lässt. Ja, in dem Fall würde ich jetzt einfach neu starten. Aber ich will es einfach mal ausprobieren, weil ich mir nicht mehr 100% sicher bin. Den schnell weghauen und es kommt auf das letzte Pokémon an, was der hat. Das letzte Pokémon, was wir besiegen, bevor wir die Route wieder wechseln, ist ausschlaggebend für das Pokémon, was erscheinen wird. Und es liegt am Spezialwert. Ich kann euch nicht die genaue Mechanik des Glitches erklären. Ich kann euch nur erklären, wie es funktioniert. So, also was man tun muss. Ich kann aber nicht genau erklären, warum das jetzt, was da genau im Spiel passiert, dass, was da ausgelöst wird, dass eben entsprechende Pokémon erscheinen. Aber es ist auf jeden Fall so, also Tatsache ist, dass jedes einzelne Pokémon, was es im Pokédex gibt, hier gekennzeichnet ist mit einer Nummer. Und irgendwie lässt jeder Spezialwert, den Pokémon hat oder dessen Pokémon hat, was wir besiegen, im Kampf besiegen, löst eine bestimmte Nummer aus. Und an, wie ich ja gerade gesagt habe, ist jedes Pokémon an eine bestimmte Nummer gekoppelt. Das bedeutet, wenn wir dann dieses Pokémon besiegen, dann löst es diesen Glitch aus, ja, weil wir dann irgendwie wird dann diese Nummer getriggert, sage ich mal, und es wird und das entsprechende Pokémon erscheint dann. Und dieses Kleinstein, ich weiß es nicht genau, welchen Spezialwert es genau hat. Das müsste eben genau diesen Spezialwert, diese Nummer haben, die ein Onix erscheinen lässt. Und jetzt einfach, nachdem man den Kampf gemacht hat, einfach wieder Teleport einsetzen. Und dann wieder ins Pokémon Center zurück teleportieren, so wie wir es vorher schon gemacht haben. Das Startmenü funktioniert natürlich jetzt wieder. Also ganz normal. Das ist ein Zeichen dafür, dass alles ganz normal funktioniert oder dass der Glitch funktioniert hat. Wenn es jetzt wieder funktioniert, wenn es immer noch nicht funktionieren sollte jetzt, dann stimmt irgendwas nicht. Und sobald wir jetzt die Route wechseln, ihr seht, ich bleibe stehen und das Startmenü öffnet sich automatisch. Ich habe jetzt keinen Knopf gedrückt oder so. Und sobald ich jetzt den B-Knopf betätige, also das Startmenü schließe,
begegnen uns einfach und es ist das Nidoqueen. Das ist jetzt blöd. Weil um den Level 100 Glitch mit dem Nidoqueen zu zeigen, müsste es Level 1 sein und da hätte ich jetzt noch eine Vorkehrung treffen müssen. Da muss ich mal kurz neu starten. Ja, sorry an der Stelle, war ich mir nicht mehr ganz sicher, welcher Trainer das war. Ist an sich nicht schlimm, ich habe abgespeichert. Müssen wir nur halt kurz den Kampf noch einmal machen gegen den Wanderer. Das sollte aber jetzt nicht krass viel Zeit stehlen. Ja, da muss ich dann noch mal kurz trotzdem noch eine andere Vorkehrung treffen. Ja, tut mir leid, ich habe das jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Und deswegen, ja, bin ich vielleicht ein bisschen aus der Übung. Weil, wenn ich jetzt, klar, ich hätte das Nidoqueen einfach fangen können, das wäre kein Problem gewesen. Also, wenn ihr das einfach so fangen wollt oder ins Team aufnehmen wollt, gar kein Problem. Da hättet ihr jetzt nichts falsch gemacht, ihr hättet es einfach so jetzt fangen können, sofern ihr natürlich genügend Pokebälle am Start habt. Aber ich will ja das, mit dem Nidoqueen kann man den Level 100 Glitch machen. Und das kann man auch mit anderen Pokémon machen, wie zum Beispiel noch Gengar, geht auch. Und das liegt, glaube ich, daran, alle Pokémon oder einige Pokémon, die, ich nehme einfach mal 20 Stück für den Anfang, das sollte erstmal reichen. Alle Pokémon, die mindestens zwei Entwicklungsstufen haben, also zwei Phasen, so wie jetzt Nidoran, ein weibliches oder ein männliches, ist ja egal, hat ja, achso, ich muss ja noch zum Pokémon Center fast vergessen, entwickelt sich zweimal und mit genau diesen Pokémon, die das können, also mit Pokémon, die sich nur einmal entwickeln, geht dieser Level 100 Glitch nicht, wenn ich da das noch richtig in Erinnerung habe. Aber mit dem Nidoqueen geht's, wie gesagt mit Gengar auch. Ja, ich muss ja schon was ablegen. Erkläre ich euch gleich aus welchem Grund. Ja, dann nehme ich einfach Smetbo mal. Weil, ich hatte es in Part 1, glaube ich, schon mal angesprochen, das Spiel kennt keine Level 1 Pokémon eigentlich. Weil es gibt ja auch noch nicht die Möglichkeit zu züchten, dass man Eier schlüpfen kann, wo dann Pokémon Level 1 rausschlüpfen würden. Deswegen schafft, wenn ihr diesen Level 100 Glitch machen wollt, schafft auf jeden Fall einen Platz im Team. Weil wenn ihr jetzt einen Level 1 Pokémon auf die Box übertragt und das abheben wollt, dann würde das Spiel, entweder ist es dann verbuggt oder friert auch ein. Deswegen, ihr müsst einen Platz im Team frei haben. Und was auch noch ein ganz wichtiger Faktor ist, bevor ich das jetzt gleich wieder auslöse, zum Erklären, ihr braucht auf jeden Fall ein Pokémon, was Heuler beherrscht. Und in der Regel solltet ihr das ja haben. Ihr habt ja den Starter. Und ihr solltet ihr bis jetzt auch noch nicht so viele Attacken erlernt haben, dass ihr eine hättet verlernen müssen. Es sei denn, ihr habt Wert halt krass overlevelt. Ihr seht, mein Glutexo kann noch Heuler. Und das ist ganz wichtig, weil man sonst das Pokémon nicht auf Level 1 bringen kann. Ich speichere hier zur Vorsicht einfach nochmal. Falls ich jetzt runterlaufe und ich das Startmenü nicht zeitgleich geöffnet kriege. So, ich krieg's aber hin. Das bedeutet einfach jetzt wieder ganz normal mit Abra Teleport. Wir gehen in das, oder werden ins letzte Pokémon Center zurück teleportiert. Und ab da eigentlich geht alles ganz normal. Nur hätte ich dann für den Kampf, brauche ich den Heuler. Weil die Pokémon, die man mit dem erweiterten Mew Glitch oder allgemein mit dem, oder ja, der erweiterte Mew Glitch, von dem ich immer spreche, ist eigentlich der sogenannte Ditto-Trick. Aber man kann auch erweiterter Mew Glitch sagen, weil es im Prinzip genau gleich funktioniert, nur halt ja ein bisschen abgeändert. Und ja, kurz zur Überprüfung, Startmenü funktioniert nicht, das bedeutet, alles hat funktioniert. Hier wieder drauf achten, ein Schritt muss auf uns zulaufen, sonst friert das Spiel ein. Beim ersten Pokémon, was er jetzt gleich hat, beim Marsholo, ist es noch nicht wichtig oder nicht essentiell, das können wir einfach weghauen. Wie gesagt, es kommt auf das letzte Pokémon, was wir besiegen, bevor wir die Route wieder wechseln. Auf das kommt's an. Deswegen ist auch egal, ob der jetzt 6 Pokémon hat oder so, es kommt nur auf das letzte an. Und ja, ich wechsle einfach direkt zu Smoke, weil ich den ja sowieso gleich brauche. Das werde ich dann gleich zeigen. Vorher aber noch kurz, ja, das Marsholo schön weg aus dem Weg räumen. Hoffentlich ist es jetzt gleich down mit dem Hit, dass ich mich da nicht mehr so krass lang aufhalte. Okay, das reicht natürlich nicht. Und der macht einen Volltreffer, obwohl der langsam wie Sau ist. Ein, ja,
Ein Wunder. So, und jetzt wird's interessant. So, Smaug erreicht nochmal Level 20. Jetzt kommt das Kleinstein. Und da müssen wir jetzt Heule einsetzen, und zwar genau 6-mal. Für jeden Heuler wird das Pokémon, was erscheint, weil die auf Level 7 erscheinen, um eine Stufe gesenkt. Aus welchem Grund auch immer. Wie gesagt, ich kann zur Mechanik, warum das jetzt genauso ist, kann ich leider nicht sagen. Fakt ist, es ist eben so. Ja? Deswegen darauf achten. Weil für den Level 100 Glitch, um das einfach nochmal zu sagen, ihr braucht eine Level 1 Pokémon und für jeden Heuler geht es ein Level nach unten. Wir haben jetzt 4 Stück. Also noch zweimal. Dann sind wir bei 6 und dann ist die Stufe um 6 Stufen eben gesenkt. Und von 7 wäre das dann Level 1. Und da muss ich dann halt aufpassen mit dem Schwächen. Weil das, das Level 1 Pokémon hält dann kaum was aus, hat kaum KP und so und Werte sowieso nicht. Deswegen, ich glaube, Schwächen ist da glaube ich gar nicht drin. Da muss ich einfach direkt einen Pokéball werfen, aber deswegen habe ich ja jetzt auch genügend dabei. Schaut aber auch auf jeden Fall, wenn ihr hier den Mio-Glitch einsetzt oder den erweiterten Mio-Glitch, dass ihr genügend Pokébälle am Start habt, weil gerade wenn hier so hochentwickelte Pokémon dann erscheinen, die natürlich dann auch eine höhere Fangquote. Und irgendwie glaube ich benutze diesen Begriff immer falsch. Sagt man Fangquote? Ich will eigentlich nur damit sagen, halt, dass es bei denen schwieriger ist, die zu fangen. Um das einfach zu erklären. Wieder Teleport. Also alles bis jetzt wie davor eben auch, nur dass ich jetzt einen Platz im Team frei habe und dass das Pokémon jetzt, was erscheint, Level 1 sein wird. Und ich genügend Pokébälle dabei habe, das habe ich auch davor nicht drauf geachtet. Ich hatte ja nur 5 Stück oder so. Wir wechseln die Route, das Startmenü öffnet sich, ich drücke B und wir werden im Kampf verwickelt. Und jetzt seht ihr, das Nidoqueen müsste jetzt Level 1 sein. Ihr seht's. Und das ist eigentlich nicht möglich, ich habe es ja schon erwähnt vorhin. Deswegen, an Schwächen brauche ich eigentlich gar nicht denken. Deswegen werfe ich direkt einen Pokéball. Ich könnte es einschlafen lassen. Boah, sogar verfehlt. Das ist auch eine Meldung, die gab es nur in der ersten Generation, später gab es die nicht mehr. Das bedeutet einfach, wenn die Quote des Pokémon zu fangen oder wenn es halt so asozial schwierig ist, dann kam eben auch die Meldung, du hast es verfehlt, also dass wirklich das nicht mal in den Pokéball reingeht. Und später, wurde das Gott sei Dank geändert, weil was bringt mir diese Meldung? Dass es nicht mal reingeht in den Pokéball. Boah, der wackelt nur einmal. Hätte ich vielleicht doch ein ganz schwaches Pokémon von der Box oder so, wenn ich eins hätte, mitnehmen sollen, um das irgendwie doch zu schwächen. Weil das könnte jetzt asozial werden. Das habe ich jetzt auch nicht in Betracht gezogen. Boah. Der will gar nicht. Komm, ich probier nochmal. Oder mir bleibt ja eh nichts anderes übrig. Ich muss es ja versuchen. Ich glaube fast, dass egal mit wem ich jetzt einen Hit machen würde, dass der stirbt halt. Geile Bärsen. 12, 14, 20, 19, 10. Ja, und Abra kann eh nur Teleport. Da hätte ich vielleicht auch noch dran denken können. Ah Mann, hoffentlich funktioniert's. Jawohl. Gott sei Dank, dass nicht wieder mein ganzes Geld flöten gegangen wäre. Für Nidoqueen ein neuer Eintrag in Pokédex angelegt. Sehr schön. Ja, Spitzname, was geben wir dir denn? Komm. Machen wir mal. Lissy. Angelehnt an Elisabeth, halt, die Queen, schlechthin. Und jetzt, um den Level 100 Glitch zu vollenden, setzen wir mal das Level 1 Pokémon an erste Stelle. Moment. Falsch. So. Und das muss jetzt ganz wenig EP kriegen. Das ist der Trick dabei. Weil ich glaube, unter 10 oder sowas, wenn man unter 10 EP bekommt, dann wird es auf einmal einen Schub geben und wir werden Level 100 erreichen. Dazu, dass das eintritt, werde ich einfach mal durch das ganze Team durchwechseln. Einfach mal auf Queen. Also was heißt auf alle eben. Ich werde es einmal durch alle durchwechseln, damit es eben durch 6 geteilt wird, dass wir auf der absolut sicheren Seite sind.
Ja, die zur genauen Zahl kann ich, das weiß ich gar nicht genau, aber es müsste unter 10 sein. Wenn man so unter 10 EP bekommt, sowas müsste es sein, dann, ja, dann werdet ihr sehen gleich, was passiert. Aber ich habe es ja eh schon gesagt, der Level 100-Trick. Dementsprechend soll das nicht weit entfernt sein, dass sich das Pokémon dann auf Level 100, ja, auf Level 100 steigt auf einen Schlag. So, Abra noch und dann noch. Wen haben wir noch unten? Ja, Pummelfee. Und mit dem werde ich dann auch kurz, obwohl er wird asozial. Der hat jetzt ja 1 Million Mal Härtner eingesetzt und ich komme nur mit Pfund. Ich werde jetzt nochmal kurz auf Smaug wechseln und Glut einsetzen, damit ich einfach auf den Spezialwert wirke und nicht auf den Verteidigungswert. Habe ich ja schon oft genug drüber geredet. Ein One-Shot, sehr schön. Und jetzt, oh. Erreicht. Jawohl, okay, dann war es doch nicht unter 10, weil ihr seht, ich habe Level, Quatsch, 12 EP gerade bekommen. Also ja, ich weiß nicht mehr die genaue Anzahl an EP, aber es ist auf jeden Fall wenig und da erreicht man einfach Level 100. Und es liegt nicht nur sogar am Level, sondern auch die ganzen Werte steigen natürlich dementsprechend auf den, also werden angeglichen auf den 100er Wert. Sind aber keine maximierten Werte, die sind, glaube ich, völlig läsch. Ja, die sind eigentlich unbrauchbar, weil wir haben ja keinen einzigen Punkt an Statuserfahrung jetzt. Oder nur durch das Kakuna halt. Und das kann man ja eh in der Pfeife rauchen, weil es ja bis 60.000 oder so hochgeht. Und das hat uns jetzt seine Basiswerte halt überschrieben. Also so überall plus, was weiß ich, 40, 30 Punkte. Und da sind wir natürlich von 60.000 ungefähr ungerade weit davon entfernt. Deswegen. Klar, für den Anfang des Spiels können wir jetzt mit dem Nidoqueen ja alles weghauen, aber auf Level 100er Sicht gesehen, wenn man jetzt andere Level 100er Pokémon hat, hätte, die normal trainiert worden wären oder die halt weitestgehend maximierte Werte haben, dann, ja, dann würde es natürlich stark zurückfallen, weil wir, ja, wir haben keine Statuserfahrung, wie ich schon gesagt habe, oder einfach um es leichter zu sagen, eben EVs. Es sind keine EVs verteilt, deswegen sind die Werte dementsprechend schlecht. Und jetzt habe ich schon extrem lang aufgenommen. Gut, ich habe jetzt auch, muss auch noch ein bisschen wegschneiden jetzt. Wo da, wo ich das Abra gefangen habe, aber trotzdem oder war eine lange Episode heute. Im nächsten Part wird es dann weitergehen. Ich speichere hier noch an der Stelle kurz. Mit dem Mio-Glitch, mit dem tatsächlichen Mio-Glitch. Ich konnte ja das Mio jetzt in diesem Part nicht antreffen, weil der Level 100-Glitch alle Rahmen gesprengt hat. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, wenn, dann lasst meinem Kanal gerne ein Abo da und diesem Video eine Bewertung. Dann, ja, würde ich sagen, macht's bis nächstes Mal gut und ciao.